Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Desert Standalone Folge. Und ich spreche das gerade mal ganz kurz ein, das Video an sich geht gleich los. Und zwar möchte ich eine Sache ansprechen. Das ist ein Zusammenschnitt aus dem Livestream von dem 3.5., ne? Vom 3.5.? Ja, vom 3.5.2015 ist das einfach nur ein Zusammenschnitt und deshalb wundert euch bitte nicht, warum ich ab und zu irgendwelche komischen Sachen vorlese oder sowas. Das ziehe ich halt aus dem Chat heraus dann. Seht ihr so natürlich nicht. Ich persönlich muss sagen, ich bin nicht zufrieden mit dieser Folge, denn mein Kommentarstil gefällt mir nicht, denn man merkt deutlich den Unterschied zwischen... ich bin in einem Livestream und gehe halt auf die Zuschauer, die zuschauen und natürlich dann so nebenbei mitchatten, darauf ein. Oder ob ich eine Folge mache, die ich ganz alleine mache und mich nur aufs Moderieren konzentriere. Ich persönlich bin nicht zufrieden mit meinem Kommentierstil, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, ich werde es in Zukunft nicht mehr so weitermachen. Ich werde es wirklich, so wie ich es eigentlich auch machen wollte, ganz streng trennen. Ein Livestream ist ein Livestream und ein YouTube-Video, beziehungsweise ein Video, was ich jetzt nur für YouTube mache, eine richtige Folge, ist halt eine Folge dann für YouTube. So, direkt ein Mischmasch draus, das wird glaube ich nichts. Das stört mich ein bisschen. Ich werde dann auch im Laufe des Videos ins TS, in das Community TS gehen, wo ich zu ein paar Leuten hinzustoßen werde, da wir ja mit denen auch unterwegs sind. Das ist rein von der Kommunikation her natürlich einfacher. Für dich jetzt als Zuschauer wahrscheinlich, der jetzt gar nichts mit dem Livestream zu tun hatte, eher verwirrend und vielleicht sogar schon fast verstörend. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Euer Feedback ist natürlich an der Stelle sehr, sehr wichtig, aber ich bin mir schon fast sicher, dass ich das so in Zukunft nicht mehr machen werde. Alles klar. So, das war's. Jetzt viel Spaß mit der Folge. Weil wie gesagt, Twitch bietet sich da wirklich an. Auf dem Kanal das hochzuhauen, ist mal ein bisschen blöd. Dann ist gleich sowas wie, zum Beispiel, das habe ich gemerkt bei GTA. Ich hole eine GTA-Folge raus, da regen sich gleich Leute auf, weil die denken, ich mache kein DZ mehr. Das ist natürlich Quatsch, obwohl ich tausendmal gesagt habe, das eine ersetzt nicht das andere oder das eine schließt ja nicht das andere aus. Ignorieren Leute aber konsequent. Es ist wie bei dem Video, wo ich die temporären Changelogs damals von der 053 durchgegangen bin, wo ich tausendmal gesagt habe, es sind temporäre Changelogs und keine offiziellen. Das kann sich ändern und das stimmt nicht, was ich hier sage. Oder muss nicht stimmen, so. Und wie viele Leute runtergeschrieben haben, dass das und das im Nachhinein ja gar nicht gestimmt hat. Also so richtig im aggressiven Ton auch. Wahnsinn. Weiß ich nicht, wie man das sowas von konsequent ignorieren kann. Meine Erfahrung ist, dass andere Content als DZ weniger angenommen wird. Unsere Kanäle sind ja beide sehr DZ-lastig. Ja, stimmt. Ist wirklich so. Vor allem nicht nur, ich hätte ja nicht mal ein Problem damit, dass es nicht geguckt wird oder deutlich weniger geschaut wird. Das ist klar, dass da nur ein kleiner Bruchteil dann sagt, okay, ich gucke auch eine Runde GTA oder Payday oder was auch immer. Man darf sich ja gleich halt, wie gesagt, sonst was anhören. Ja, das ist, ne, gleich sowas, ja, ist klar, du machst auf einmal kein DZ mehr, D-Abo. Verstehe ich nicht. Naja. Ist ein bisschen blöd, dass man dann dafür, dass man als Hobby sich sagt, oder das halt als Hobby macht und sich sagt, ich möchte auch mal was anderes spielen. Ich meine, so gut wie DZ halt an sich, oder so unterhaltsam, wie es für mich persönlich jetzt auch ist, man kann es nicht die ganze Zeit zocken. Und dann zockt man halt offscreen und ist halt schade drum, man zockt, zockt, zockt und denkt sich, eigentlich könnte ich das ja auch aufnehmen. Hallo, oh Gott, ich muss bis hier hinter gucken. Ist aber krass, seit der 055 merkt man echt deutlich, wie wenig Leute spielen wollen, wie wenig Leute Bock haben auf DZ. Das ist schon heftig. Was ist das denn? Oh, ein Magazin. Brauchen wir unbedingt, nehme ich mit. Alles, alles handelsgut. Alles handelsgut. Hallo Fixi Hartmann. Was? Habe ich gar nicht drauf geachtet im ersten Moment. Ich habe es nur vorgelesen und beim Aussprechen merkt man erstmal, wie falsch es klingt. Ist schon frech. Auf was bin ich eigentlich aus? Doch, ich glaube schon auf Handelsgut. Wie gesagt, wir haben uns ja darauf geeinigt, wenn wir diesen Survival-Trip verfolgen, den wir ja aktuell noch verfolgen. Wie gesagt, kein industrielles Loot. Ich werde es aber trotzdem looten, nicht nutzen. Achso, ich will hier unten erstmal ablaufen. Weil wir damit gut handeln können. Ich sehe es auf dem TS unter dem Channel Handelsposten. Sind halt oft Leute drin, sowas wie Suche AK-Magazin gegen Ware XY, was auch immer. Da können wir halt sehr, sehr gerne dann handeln. Und ich habe oft gesehen, Netze und Burlops-Dinger hier werden sehr gut gehandelt. Und natürlich Munition und Mosin. Ja, ja, aber, ja, müssen wir mal gucken. Das Ding ist halt, ich brauche nichts weiter. Ich lebe so ein einfaches Leben hier in der Set.
so simpel und so, ja, so schlicht einfach gehalten, dass ich auf nichts von anderen Sachen angewiesen bin. Das heißt, egal was ihm. Hallo. Das ist egal, was ihr mir bietet, ich brauch's nicht. Hallo. Wie bist du denn? Ich kann deinen Puls nicht checken. Ich kann auch gerade nicht. Ui, ist der Server down? Keine Ahnung. Nee, ist er nicht. Das ist komisch. Also ging's mir aber auch schon mit den anderen, der hier rumrennt. Echt? Möchtest du deinen Namen so sagen? Ja. Kritzel. Nochmal bitte? Kritful. Aha. Gut, dann herzlich willkommen an der Stelle. Ich kenne Rainer Zufall. Von YouTube. Es gibt aber, du glaubst... Wie bitte? Brauchst du irgendwas? Ich bräuchte, wenn du hast, Fleisch oder Wasser, welches du mir in meine Lederflaschen umfüllen könntest. Aber nur, wenn du es nicht brauchst. Nee, sowas habe ich leider nicht mehr. Also, okay. Du hast gestern dein Wissen, hätte ich es ja geben können, aber dann, da wurde ich hier gekillt. Oh, das ist natürlich nicht schön. Hier wurdest du gekillt? Hier auf der Insel? Ja, hier. Ja, genau hier vorne im Gang drunter. Krass. Hast du es gemeldet wenigstens? Eigentlich schon, ja. Achso, ich bin die Mails noch nicht durchgegangen. Wird sich noch drum gekümmert. Ich mach erstmal weiter, ja? Ja. Okay, tschüss. So. Pull-checken ist derzeit buggy. Okay. Ich habe dir mal Tipps gegeben im Breaking Point. Richtig, kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Danke auch an der Stelle. Aber es gibt ja relativ viele reiner Zufälle. Reiner Zufalls. Oder was auch immer, wie man das sagt. Halt der Name, den gibt es relativ oft. Reiner Zufall. Der scheint sehr beliebt zu sein. Und ich glaube, ich werde dann nachher mal den Server, wie gesagt, wieder resetten, dass das Loot einmal stimmt. Weil aktuell muss man leider als Server-Admin das noch per Hand so ein bisschen nachhelfen. Grauenhaft. Ich bin übrigens so selten hier, dass ich noch nicht mal ein klares System habe, wie ich gerade looten möchte. Ich glaube, ich gehe mal eins hoch. I'm shaking. Wir müssen zuerst mal Feuer machen. Mir ist kalt. Es ist so kalt. Huch, jetzt habe ich mich erschrocken. Ach, jetzt erst? Punkt Komma Null? Guck mal, wie leer das hier ist. Das ist doch scheiße. Und Bücher ohne Ende. Verdammt. Müssen wir dann echt nochmal machen. In naher Zukunft. Hallo Kia. Sometimes. Muss ich unbedingt mit Hand resetten. Das ist grauenhaft. Wenn hier nichts, wenn hier nur ein paar Bücher liegen und sowas. So der typische Restscheiß, den keiner mehr wollte. Das bleibt hier liegen. Mann. Ist doch blöd. Was ist denn hier? Oh, wir könnten mal so eine geile RP-Session starten, ne? Das wäre mal der Hammer. Man könnte hier so schön mit dieser Shannaros-Uniform, man könnte so schöne RP-Geschichten starten. Allerdings ist die Organisation richtig, richtig krass. Tricky, finde ich. Wann kommt GTA? Hallo Boom an der Stelle? Weiß ich noch nicht. Wo kann ich meine Steam-Guide finden? Du öffnest. Jetzt machen wir es live. Live, wie finde ich mein Steam-Guide-Tutorial? Du öffnest mit der Minustaste rechts neben der Shift-Taste den Chat, gibst Hashtag B-Client Leerzeichen Guide ein. Und dann hast du den. Drückst im Idealfall F12, machst einen Screenshot mit Steam. Wenn du dann Spiel beendest, kommt ein extra Fenster von Steam, der dir sagt, aha, du hast einen Screenshot gemacht. Und dann drückst du unten auf den Button Offline auf der Festplatte anzeigen. Dann leitet er dich automatisch zu deinem Pfad weiter. Dein Festplattenpfad. Oh mein Gott. Und da siehst du deine Guide. Und die schickst du dann einfach mit der Whitelist-Bewerbung zusammen. Beachte bitte, es gibt kein großes O. Da gibt es viele, die das verwechseln. Es gibt nur ein kleines O. Hier liegt schon wieder so eine Knarre. Hast du Shotgun-Munition? Es gibt nur ein kleines O. Oder eine Null. Es gibt kein großes O. Bitte, bitte das bedenken. Nee, die nicht. Ja, das ist eigentlich... Schieb es nicht an. Ach stimmt, hat er mir immer gesagt. Montag, Mittwoch und Freitag ist er da. Ja, wenn nicht, müssen wir vielleicht mal auf den Montag das verschieben. Ich bin bis hoch, bis zum Nordwest Airfield mit Fucky vorne, hab nirgends was gefunden. Ich kenn dich, Akif. Deswegen stehen auch zwei Stück. Tatsächlich, kann ich mich an den Namen erinnern, ja. Schön, dass du auch dabei bist, freut mich. Oh, hier gibt's Essen, noch nicht. Es hätten mittlerweile auch 5 Stück da. Was
läuft im Hintergrund gerade viele Musik. Das ist eine heruntergeladene Playlist, ne, von YouTube bezüglich Twitch und so. Ich übernehme keine Haftung für die Wörter, die da drin gerade fallen. Habt ihr Gartenkalk? Fleisch, Fleisch. Ich wollte ich auf die Ladefläche. Will irgendwer anders fahren? Ah! Da passiert uns nichts unter Wasser, ja, wenn wir hier drauf sitzen. Keine Ahnung, ich hab's noch nie ausprobiert. So, ist der Fahrer wieder da oder ist der noch? Also ich glaub, der, ich hinten sitzen. Der Fahrer, nicht der Pfarrer. Ist der wieder da? Ja, hier. Achso, okay. Genau neben dir. Ich würde mal ganz kurz pinkeln gehen. Ich bin in einer Minute wieder da, ja? Okay, warte mal, ich guck mal. Ist das ein Tier da vorne? Was ist denn das? Hä, ja. Oh, geil. Ach, Abendessen. Mal ausnehmen. Wildschwein. Wildschwein. Abendessen. Oh, ich steht auf, ich steht auf. Fass um, fass um, fass um. Ich hab's. Jungs, wieder da. Tot. Nein, ich soll ja aussteigen. Warte, okay, Achtung, ich steig Achtung. Aus. Ich scoute ganz aus. Kurz vor, ob ich da vorne jemand ist. So. Ja, meine Schuhe sind ich wieder ruhig. Ich kann kotzen. Echt? Ja, ich, so ein ich unsichtbarer mal, Baum. Nee, wir gehen nur Zeltstadt, scheint keiner zu sein. Der Rucksack. Ah, hier ist er. Ah ja, so ein schön buggy Rucksack. So. Hast du das Zelt? Ah, wer ist denn jetzt Neues? Jungs, so viele, Mann. Elite, hast du das Zelt? Na, das liegt da rum, aber ich heb's doch nicht auf, weil ich halt mein Backpack. Weil mein Backpack halt auf Rucksack ist. Ah, alles klar. Das höre ich wieder bei irgendeinem doppelt. Ja, ich mich auch. Das bin mehr ich mehr noch Mugen. Bei dem hört man sich doppelt. Mehr Nuss. Wer ist denn unten in der Zeltstadt? Ich bin gerade da runter. Ich. Achso. Bei mehr Nuss hört man sich doppelt. Ja, ich hab ihn schon gemutet. Geht's jetzt besser? Tut mir leid, aber. Jo, jetzt besser, ja. Okay, nee, jetzt ist noch nicht besser. Noch. Jungs, ey. Doch, tatsächlich nicht. Das Zelt das liegt da doch. Also von daher. Hat jemand noch einen Rucksack gefunden, zufällig? Ja, Kommando. Nein, nicht. Militärzelt liegt da noch, ja? Nee, ja. Ich würde ungern jetzt meinen Rucksack da lassen, da hab ich gar nichts. Baseball für Rico. Ah, kann das irgendjemand. Hat noch jemand einen Rucksack? Hat irgendjemand die Möglichkeit, das aufzusetzen? Ah, ich will meinen Rucksack nicht stoppen, nachher droppt der noch weg und ich finde ihn nie wieder. Okay. Wenn du vielleicht meinen Rucksack. Rico, wenn du vielleicht meinen Rucksack nimmst, dann will ich's gerne nehmen. Warte mal, ist das eigentlich. Viele Sachen. Warte mal. Hab ich das da im Pocko? Zum Beispiel jetzt. Ah, ich will meinen Leberrucksack nicht aufgeben. Markov Magazine. Hallo Show 1. Markov. Könnt ihr mich nochmal ganz kurz navigieren, wo das ist? Ich hab's. Du hast es aufgesetzt? Nee, noch nicht, weil. Prinzessin hier 2010 hat sich uns angeschlossen. Komplett Nico, in der Zeltstadt in dem massiven Zelt, also in dem kleinen Mini-Hangar-Ding. Da wo das Zelt drin ist. Da wo der Truck steht. Normalerweise. Ja. Richtig. Okay. Doch, ich wollte es erst mitnehmen. Ich wollte das heute Morgen erst mitnehmen, aber da war mir ein Rucksack doch lieber. Ja, vor allem, was bringt es dir, wenn der Server halt Person sind, off, also wenn er halt resettet wird? Unser Lager war auch Nähe dieses Zeltlagers. Aber ist gerade zum Coolen. Ich hab's gepatcht auf Damaged immer noch. Ach, das geht nicht. Was man dann. Ich brauch das normales, ne? Nein, das ist das Ding, du musst das anziehen und dann wieder ausziehen. Ja. Da liegt's schon. Und mein Magazin ist wieder auf dem Boden. Ah, jetzt sieht's gut aus. Freut sich der Rico. Blöd, dass man das nicht in die Hand nehmen kann, ne? Ja, ist schade. So, ich bin nur noch am rumklicken, jetzt. Wer ist gerade draußen, außerhalb des Eisendings da? Ich such noch Schuhe. Oh ja, okay. Schuhe wären nicht schlecht. Oh ja, Schuhe. Zelt. Wie sah das aus? Da war ja so, was. Das. Okay. Ich hab nur so scheiß Gummistiefel. Also brauchst du ihn nicht mehr, Rico. Kann ich ihn nehmen. Kannst du nehmen. Dann müssen wir in Zukunft mal schauen, was wir ein anderes kriegen. Okay. Könnt ihr mich abholen, fragt der Zocker. Wo warst du denn nochmal jetzt? TF2 Zocker. Der Truck tut mir nur leid, ich will den gerne mitnehmen. Ja, das stimmt. Aber der ist ja, groß. Ah, der ist ruiniert, hat er gesagt, ne? Also. Welchen Truck? Da ist jemand. Da ist Spieler. Oh.
Ach da. Hallo! Ach da! Der hat was in der Hand! Der hat Benzin in der Hand! Er hat Benzin in der Hand, wie angenehm! Das würde ja gerade passen bei uns. Sieht der Tank aus? Naja, geht noch. Der spielt Musik. Wollen wir den vielleicht mitnehmen? Seid gegrüßt. Schönen guten Tag. Hallo. 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 Ist da was drin in dem Kanister? So Jungs, und wo geht ihr jetzt hin? Ihr seid ja sehr, sehr menschlich. Handelst du mit Benzin? Würdest du mitkommen Kollege, an Lucky Luke oder hast du deine eigenen Wege? Komm. Willst du mir jetzt die Weste abschwatzen, oder was? Ja, ich will die Weste haben. Vorher habe ich noch nichts, keine Ahnung. Doch eine Weste. Wir würden in den Norden erstmal fahren. Vielleicht was mitzukommen. Also, mitbekommen. Was ist mit dem Kanister hier? Lassen wir den liegen, oder? Weißt du schon, ja, auch, ist also, mir ist Stadt. Mir ist es gleich, ich komme wohl mit. Ich danke mir die Autos. Ja, musst du entscheiden. Okay, dann doch nicht. Wie du willst. So sieht das also aus. Ja. Der Server-Admin hört persönlich hier. Ich meine natürlich der Regierungschef von Fellerus grüßt persönlich vor mir. Hallo. Und mich begrüßt du nicht, ich bin der Commander. Alter, ich ploppe die ganze Zeit durch die Gegend jetzt. Ja, ich hab dich gerade. Warte mal. Ja, Leute, wollen wir weiterfahren oder wollen wir jetzt hier noch Boote schlagen? Nee, können wir weiterfahren. Ja, weiter geht's. Hallo. Okay. Gut, ich fahre aber weiter. Viel Spaß noch. Und das merke ich mir mit der Weste. Du unglücklicher Typ. Er kommt auch mit. Er kommt ja mit, an Lucky Luke. Mach dir bitte hinten die. Ja, genau.